Hallöchen, willkommen zurück zu einer kleinen Runde The Binding of Isaac. Wir spielen auch einfach mal mit Isaac ganz normal. Nichts Besonderes. Ekelhafter Raum. Portable Slot Machine ist nichts, was wir haben wollen. Scheiße. Immer wenn ich meine, ist sicher nichts drin, dann ist eine Münze drin. Gut, blauer Stein, nö. Aber unser Goldraum. Eine Bombe, die Gegner anzieht und sich nach 5 Sekunden in die Luft sprengt. Kann schon praktisch sein, ich nehme alles zurück. Wollte eigentlich gerade sagen, so müde. Wenn es ein Boss vorne hitten kann, dann ist es schon gone. Gut, auch hier nichts Besonderes. Ich hasse solche Räume. Wollte ich gerade sagen, es ist reiner Zufall, ob man getroffen wird. In dem Fall war es kein Zufall, sondern meine Dummheit. Stein. Wir haben eh gerade so 2 Schlüssel. Okay, ja, ist eigentlich ganz gut. Mit einer Bombe in den Shop kommen, machen wir das. Plus ein halbes Seelenherz, wenn ich einen neuen Ding bedreht. Jetzt ein Ex-Floors Bossfight. Ja. Klingt interessant, könnte gut sein. Muss aber nicht. Bin gespannt. So, super geheimen Raum. Mehr Karten, why not?
Und der ist nicht darauf eingefallen. Beziehungsweise irgendwie nur kurz. Aber Duke of Lies sollten wir schaffen, er ist jetzt nicht so schwer. Dann gibt es auch einen Devil Deal für uns. Ich meine, wir können auch mal Angel Deals machen, aber ich weiß immer nicht, wie die gehen, da müsste ich mich mal ein bisschen anlesen. So, wenn ich in eine neue Ebene komme, dann habe ich keine roten Herzen mehr. So, Ultra Damage ab. 6,45 ist für die Ebene total gut. Deswegen habe ich jetzt auch sehr viele Herzen dafür geopfert. Geheimraum wollen wir machen. Wenn wir schon wissen, wo er ist, dann wollen wir ihn eigentlich immer mitnehmen. Das ist gut. Ja, hier ist nix. Knapp. Sehr schön, auch kein X. Sind so schwer zu treffen, weil denen ihre Hitbox so gar nicht zum Optischen passt. So, was haben wir? Ja, normale Gegenstände könnten wir schon brauchen. Lava ist zwei rote Herzen. Ich weiß nicht, dieser Attraction-Ding funktioniert nicht so schön, wie ich mir das vorstelle eigentlich. Hat wenigstens nur leichte Gegner. Trollbombe, wie nett, Spiel. Danke. Drecksviecher. Hoppa. Ein Schlüssel. Und direkt weiter hier. Die sind gefährlich. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, Spectral Tears. Weniger. Okay. Weniger Speed, aber wir kriegen Speed. Bei 2 werden wir. Ja, und für 8 Taurus, ja, klar. Kenne ich Taurus-Effekt, den gibt es auch als Karte oder so. Zwischendrin unverwundbar sein ist. Also. Gibt ja gar keinen Grund, der da dagegen spricht. Und fancy Musik dazu. Ich dachte eigentlich, dass wir das
Backtrail-Tiers hätten mit dem Ding, haben wir aber irgendwie nicht. Er wird nicht genug Geld, damit die Devil Room Chance steigt. Und verarscht mich das Spiel. Ob ich jetzt Spectral Tears? Dann habe ich gar keine. Und das ist natürlich ein netter Raum. Also super geilen Räumen kenne ich halt also sehr wenig, weil das eigentlich was ist, was ich nicht oft mache. Und wir machen echt nett Schaden. Range Tears ab. Noch mehr Herzen. Auf Babylon. Direkt anderthalb Damage bekommen. Why not? So, jetzt ein Miniboss. Also wir haben schon irgendwie Spectral Tears. Aber nur durch Gegenstände. Mega Bombs. Okay. Boah, ich hasse diese Fliegen. Na, Full Health. Super, super praktisch. Bei uns. Ja, why not? Nein, nein. Glücksspiel lohnt sich nicht. Ja, oh, nicht so toll. So cool, ich sehe es, mal andere Musik ist, aber so cool. Lockdown, Retrovision, MM Party, Full Health, bringt uns überhaupt nichts. Keine Angst, er geht gleich weg, der Effekt. Mehr Damage für einen Raum. Auch ein Boss, den ich so gar nicht mag.
Eine Planetarium-Chance ist gut. Nochmal eine Empress. Money ist gleich Damage. Bloodsack. Ist ein cooles Item. Nehmen den Begleiter mit. Weil wir echt nicht viel Geld haben. Also wir gibt irgendwie so gar keinen guten Grund. 6 Trollbomben. Flight for the room. Mom stirbt direkt. Keinen blauen Stein. Du hast ab. Jetzt kommt natürlich Greed. Ich kein Money ist gleich Damage mitgenommen habe. Schade. Blöd. Nö. Sorry, gar nicht geguckt. Benutzen sie einmal. Nimm dann aber den hier, weil ich den eigentlich super lustig finde. Hey, ja, ne, so Charging Bars will ich doch sehen. Ich meine, warum die jetzt aus waren, standardmäßig. So, Spectral Tears sollten denen hier auch immer Schaden machen. Wurscht, wo sie hinschauen. Dachte ich. Ja, voll Health. Also, warum will ich die denn dauern? Gut, oh ja. Ball of Bandages ist gut. Dasselbe wie der Meatball. Den hatten wir gleich schon mal. Nur eben. In rosa. Träume schon wieder von Moms Foot. Gut. Super. Gold haben wir hier unten, wollen wir als erst hin. Zeit ab. Oh, was machst du? Beeps. Warum nicht? The stars are calling.
Planetarium haben wir freigeschalten. Jetzt gucken. Ja, kann ich jetzt irgendwie gar nicht so genauer lesen. Aber Erfolg heißt das Planetarium, also. So, komm noch mal an. Kriegen wir den Geist. Vom Shop Grease Toxic instantly. Das Options ist eigentlich ganz lustig. Gut, sie kein Kreuz. Super Geheimraum. Gut, ein rotes Herz auf der neuen Ebene. Oh, hier sehe ich keinen blauen. Wir sind schon wieder bei Mom. So, ein Blackheart und drei Bomben. Ne, wollen wir nicht haben. Gut, und direkt weiter in Mom's Womb. Warte mal, hätte ich jetzt nicht eigentlich die Choice haben sollen? Jetzt etwas verwirrt. Papel. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was du machst. Wie viel Leben haben die denn? So, Chubby Bobby hier. Wollen wir sagen, irgendwas, nur bitte keine Trollbombe. Keine Angst. Kannst mir Vertreibungen. Naja, dafür haben wir für meinen Geschmack zu wenig. Also, wie viel wollten der jetzt überleben? Ich erinnere mich an den letzten Part. Da, kleine Batterie. Ich weiß nicht, warum wir keine großen haben. Das war knapp. Viel knapper, als ich das wollte.
Da. Jetzt laufe ich in den Schuss. Nicht oft blöd. Mann. Das ist kein lustiger Raum. 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 Jetzt noch. Keine Ahnung, was die Fliege macht. Noch nie gesehen. Zieht vielleicht nur andere Gegner an. Kann das sein? Okay. Dürfte ich mich dann mal zusammenreißen, dass wir nicht da und sterben hier. Bitte irgendeine gute Pille. Bolus of Speed wäre gut. Bolus of Speed, genau. Jetzt darf ich mich entscheiden. Spectral Tears und mehr Tears. Oh, Devil Deal ist... Gimpy. Nee, danke. So, was nächste Ebene kriege ich wenigstens ein ganzes Herz und ein halbes Seelenherz. Ja, es ist schon mal besser als nix. Wer ist denn nicht die, die... Oh, ich dachte, es wären die, die explodieren. Es wäre ultra gemein in so einem Raum. Aha, einmal das Auge. Aber dann wollen wir hier eigentlich tatsächlich so gut wie alle Räume machen. Nach Möglichkeit. Einfach damit wir so viele Begleiter wie möglich haben. Gut, nichts Sinnvolles. Der ist zu, also wird ein volles Leben. Ja, schön. Da oben wollen wir nicht rein, das können wir uns gerade nicht leisten. Gut, nächster Begleiter. Weil es gibt so wenig schlechte Begleiter, deswegen ist das eigentlich kein schlechtes Item. Ein ganz leichter Raum. Gut. Oi, 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 oi.
weil die keinen Laser schießen, ist ja sowas Unangenehmes. Heißt, wir wollen eigentlich immer unter dem bleiben. Oh, Gold wert. Ultra gut. Bringt uns nix. Aber hier wollen wir rein. Bringt uns schon so ein bisschen was. Wieder ist auch okay. Der Boss ist nach rechts. Das heißt, wir nach links. Kann ich aufhören, bitte da einen Schaden zu nehmen? Nein, Patrick, nicht so dumm anstellen. Nevermind, der Boss ist hier. Zwei Leben, wir haben keine Chance. Kann man jetzt schon sagen. Also müsste ich... Ja, schade. Naja, egal, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.